Moin moin und willkommen zurück bei Subsistence. Ah, ein neuer Tag bricht an. Den Tag, der letzte Folge noch angebrochen ist, den habe ich komplett offscreen genutzt und habe einfach eine Tour gemacht, ein bisschen Holz, ein paar Kisten. Einfach nur eine Standardtour, damit wir jetzt am nächsten Tag das Tageslicht in vollen Zügen genießen können. Tatsächlich habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch eigentlich so ziemlich alles, was wir an Erzen haben, verarbeitet. Beziehungsweise hier fehlt noch ein bisschen Kalium. Also das Zink, die Sandsteine hier und das Kalium hier ist alles, was uns noch fehlt, um komplett alle Erze, die wir da haben, verarbeitet zu haben. Ich habe das einfach nur aus Prinzip nebenbei durchlaufen lassen, damit die Zeit sich hier nicht ganz so verschwendet anfühlt. Ich würde auch sagen, wir starten in den Tag, sobald das Kupfer fertig ist. Ah. Herrlich. Wir müssen ja ein bisschen an unserer To-Do-Liste arbeiten für den nächsten Frühling, sobald der See wieder aufgetaut ist. Boah, steht da Kisten? Bin mir gerade nicht sicher, ob hier Kisten stehen. Auf jeden Fall, die nehme ich mal mit. Ich bin nebenbei dabei, mir meine Pfeile nochmal nachzucraften, ein paar. Ja, hier tatsächlich. Ach, wie schön. Oh. So. Also wir können natürlich noch mal ein bisschen mit dem Holz starten jetzt in den Tag, aber... Nö, brauchen wir nicht. Oh. Oho. Da drüben sind ein paar Banditen. Ab ans Gewehr. Da bin ich mal neugierig, ob ich das hinkriege. Warte, ich habe doch das Unterhebelding, ne? Habe ich auch noch Brandmunition? Ja, was kostet die? Das und ein bisschen Phosphor. Ich noch Phosphor? Ja. Oh. Weiß jetzt nochmal Pfeile hinten dran. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ach, wie war denn das? Alt oder so, ne? Jo. Ob ich sie erwische? Das ist jetzt natürlich einfach hammer unnötig, aber wenn sie schon da drüben sind. Ach, so, falsche Tasse, so. Ja, nee, ich hab getroffen. Ah, diese Geräuschkulisse! Hätte ich jetzt mit der Brandpatrone getroffen, wäre er bestimmt tot. Okay. Ich tausche mal hier die Waffen durch. Ich bin gerade ein bisschen... Okay. Das ist schon wieder ein hammerunnötiger Start in den Tag. Aber egal. Von wo? Moment. Ich liebe es. Oh, das ist der Vierertrupp. Okay, warte mal. Das machen wir weiter. Ach, schade. Gut, das war jetzt Verschwendung. Okay, jetzt geht's los. Sinnlos, muss ich so zu verschwenden. Ich geb's zu. Oh! Gut, der ist tot. Okay. Bleiben nur noch drei. Wieso schwimmen die hier nicht rüber?
Das ist okay. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. Der brennt. Zwei Tote. Goal. Also dieses Unterhebelgewehr ist super präzise. Erinnert nur nichts daran, dass ich nicht so präzise bin. Treffer. Bist du auch so präzise? Mit normales Gewehr? Nein. Das Unterhebelrepetierer ist deutlich präziser. Aber wie gut ist das denn? Also, aber unnötig, ich gebe es vollkommen zu. Will ich jetzt nicht abstreiten, aber okay. Nein, von der Experimentierfreude fand ich das jetzt super. Komm, lass die Pistole mal einweihen, mal wieder. Schon lange nicht mehr benutzt. So. Hey. Hammer sinnlos. Wir starten den Tag jetzt direkt mit so einem komischen Kram. Upsi. So. Phosphor. So. Komm. Die anderen zwei holen wir doch. Ich hoffe mal, die Rucksäcke liegen da noch. Das wäre jetzt richtig gut. So, Zivil, hier rein. Oh, perfekt. Bitteschön. So. Los. Auf geht's! Woohoo! Wäre natürlich richtig ärgerlich, wenn die Rucksäcke nicht mehr da wären. Aber egal. Also das... Okay. Ich muss mal auf die Reparaturkosten gucken von dem Gewehr, weil wenn der so präzise ist, würde ich doch mein Gewehr direkt austauschen. Der Unterhebel macht... Repetierer macht bestimmt mehr Schaden. Abgesehen davon, dass er mit der Brandmunition sowieso mehr Schaden macht. Gar keine Frage. Oh. 17 Schaden hat die Pistole gemacht, ne? 18. Ich habe meine Liste hier noch liegen. Ich befürchte, dass ich gleich überfallen werde. Zu Recht. Definitiv. Zu Recht. Ich habe... Du hungerst? Oh, verdammt! Ich wollte was essen, bevor wir losziehen. Sag mir bitte, dass hier Essen drin ist. Essen? Oh, danke. Hey, hey, hey! Kann ich auch. Puh! Das war wohl einer von denen, die ich schon mal getroffen habe. So, Rucksack 1. Oh, direkt die Munition nachgeholt. Danke. Rucksack 2. Nett. So. Ich werde doch die Blaubeere jetzt einfach essen. Ein Rucksack müsste hier noch liegen und ein Gegner noch laufen. Rein vom Gefühl her war der Gegner aber hier oben gestorben. Naja gut, das ist der, den wir jetzt gerade hatten.
Da, tatsächlich. Wir sind alle da. Ist ja geil. Oh Gott. Das ist echt nicht gut in Spielen, wenn ich so einen Mist mache und dafür auch noch quasi belohnt werde. Das ist nicht gut. Dann werde ich ja niemals aufhören, so einen Schwachsinn zu machen. Was heißt Schwachsinn? Das ist kein Blut, ne? Guck mal, brauche ich 10 Kupfer weniger abschlagen? Geil. Aber ich muss zu Hause gleich was essen. Ich wollte mich eigentlich doch mal so ein bisschen... Ich wollte ein bisschen Elchrippe essen zu Hause. Ich habe mich extra runtergehungert über Nacht und die Tage. Komm. Hühnchen! So. Hühnchen. Nummer 4 fehlt aber hier tatsächlich noch. Es kann sein, dass er natürlich von einem Raubtier erlegt wurde. Aber auch dann müsste der Rucksack irgendwo sein. Mit euch beiden... Da ist er. Der hat mich nicht einmal getroffen, oder? Ned? Gib mir mal deine Sachen. Waffenteile! Oh! Wie gesagt, das ist eigentlich echt nicht gut, dass ich für so einen Scheiß belohnt werde. Das ist überhaupt nicht gut. Warte, 18 Schuss, 95 Leben? 5 Schuss in etwa, ne? Ja, 6 Schuss. 6 Treffer, könnte ich den mit der Pistole erledigen? Ich tu's nicht. Ich habe nur 7 Schuss im Magazin. Das setzt mich ein bisschen zu sehr unter Druck. So. Problem auf Anschlag, nur das Prinzip. So. Also Banditen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen, ne? Oh, das ist der Start hier. Ah, essen und trinken. Ich muss mich trotzdem drum kümmern. Es ist echt nicht gut. Das heißt, wir werden jetzt schön wieder nach Hause laufen. Ich kaufe so viel los, geht's wieder nach Hause. Kupfer. Natürlich nehmen wir noch ein, zwei Sachen mit, ne? So. Der hat angefangen. So. So, bitte gib mir doch Stoff, das hat sich zumindest gelohnt. Ja, geil. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder 2 Stoff rausbekommen aus der Tour. Cool, doch nicht ein einziges Kaninchen ist dafür gestorben. So. Da ist ein Reh. Keine Angst, ich treffe dich eh nicht, wenn du läufst. Hallo. Da ist aber ein Hase. Brauchst schon wieder ein bisschen her. Oh, der Bär da hinten legt sich mit dem Reh an. Okay. Ja, dann spiele ich mit. Gar keine Frage. Kriegt der Bär das Reh? Oh.
Okay, dass ich diese Proteinriegel jetzt auch gegessen habe, war jetzt eigentlich auch schon wieder relativ Verschwendung, weil die würde ich mir gerne mit runternehmen in die Höhle dann. Aber ich glaube, wir haben genug, dass das jetzt auf die, die ich da jetzt gegessen habe, auch nicht ankommt. Auf jeden Fall müsste ich was gegen den Hunger tun und wir gehen einmal nach Hause. Schade, das hätte ich echt auch gerne weiterverfolgt mit den beiden. Aber, na, nee. Ich halte es nicht für sinnvoll. Auf jeden Fall hätten wir dann schon mal eins unserer Ziele gleich erledigt, was ich mir ja vorgenommen hatte, bevor wir in die Höhle runtergehen. Ich habe wieder 100 live. Weil sobald wir jetzt einmal ein bisschen echt gegessen haben, sind wir wieder bei über 100. Also 100. Um genau zu sein. Aber das ist, finde ich gut. Dreistellig finde ich super. Na, komm! Ja. Okay, diese Treppe ins Wasser, die ich da gemacht habe, ist echt semi-gut. Blaue Kiste. Ja, die ist mir natürlich wichtig. Oh, ein bisschen Pistolenmunition. Oh, sehr schön. So. Wir essen was. Oh, das Huhn lebt noch. Ich habe doch Platz für den Huhn, oder? Nein, habe ich nicht. Nein. Das ist bitter. Ja gut. Nee, ich könnte da jetzt, glaube ich, ein bisschen hin und her schmaucheln, dass ich das hinkriege. Gut, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Upsi. So, Stoff, Federn. Oh, perfekt. Ein paar Bärchen. Energie haben wir auch genug. Ach, perfekt. Also eigentlich leben wir hier im puren Luxus gerade wieder. Muss nur ein bisschen vorsichtiger rangehen, dann passt das schon alles. So, achso, ich wollte was essen. Ah, herrlich. So, lass es mir doch gut gehen. Ein bisschen Wasser. Wie steht's mit euch? Oh. Okay. Nicht wieder infiziertes Wasser trinken. Also die Pflanzen sind alle fertig, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt beim Tageslicht nochmal raus und machen irgendwas. Das war ja der Grundgedanke auch. Natürlich würde ich aber das Inventar nochmal ein bisschen aufräumen. Oh Gott, und das ist schon wieder der ganze Tag rum. Ich sehe das gerade schon kommen. Na, egal. Zack, zack, zack. Kupfer. Shit. Mein Rad ist auch gleich aus, aber egal. So, wir gehen jetzt an Land. Und zwar die Richtung. Dietrich dabei? Ja, ich. Perfekt. Nicht, dass wir über eine coole Kiste stolpern und da kein Dietrich dabei haben. Achso, ich glaube, in dem Tag nicht offscreen. Ich sitze vor unserem Live. Moment. So, ich habe gerade gesehen, dass ich irgendwie die ganze Zeit. Sitzt schon die ganze Zeit auf der Seite? Ich hoffe nicht. Also, da bitte meine Live-Leiste. Für die, die es interessiert.
Braunbär, mit dem lege ich mich jetzt nicht an, solange er nicht mich angreift. Sobald er mich angreift, dann laufe ich auch nicht weg. Ja, wahrscheinlich schon, aber dann würde ich mich, ich würde drüber nachdenken, mich zu wehren. So. Also grundsätzlich brauchen wir erstmal wieder alles. Oh. Ach komm. Huhn kann hinterherlaufen. Wenn ich hier weiter bergab hüpfe, habe ich gleich wieder ein gebrochenes Bein. Hey! Hey! Danke. So, das kommt eh nicht Leben zu Hause an. Ah, dann spare ich mit dem Pfeil. Und dann komme ich noch hinterher. Bei Hasen sieht das ein bisschen anders aus. Obwohl ich glaube, dass es bei Hasen anders aussieht. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Haben wir noch nicht probiert, aber Hasen züchten lohnt sich auch irgendwie nicht so wirklich. Wir haben da unseren Klopfer. Der bleibt so schön hochgelevelt und fett, wie er ist, und dann ist gut. Na, die Phase habe ich jetzt verfehlt, egal. Ich glaube, ich laufe zu viel. Um mich rum passiert gerade nichts. Da unten ist eine Kiste. Wow. Ja, immerhin. Und da rechts ist noch eine. Perfekt. Kann man nur kurz rumnüllen, dass Spritten doof ist, und schon hat man Kisten. Passt. Oh. 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 Jo. Ah, nicht so jo. Oh. Oh, 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 oh. Das sind unsere Nachbarn, die neuen, ne? Ich meine, mit denen sind wir sowieso nicht so gut zu sprechen. Lässt du mich bitte einfach in Ruhe? Der verfolgt mich, oder? Danke für den Pfeil. Ich hätte dich in Ruhe gelassen. Das heißt, wir kriegen morgen wieder Besuch. Ja, toller Trick. Ich finde es aber schön, dass ich die Pistolenmunition so viel kriege. Ich glaube, wir werden sie definitiv aufwerten. Ich meine, sie war ja die ganze Zeit schon in der Aufwertstation. Ich habe es nur die ganze Zeit nicht getan. Muss mal aufpassen hier. Ah, die Sachen nehmen auch schon wieder ordentlich Schaden hier. Erz, aber der Wolf ist mir zu nah. Da sind zwei Kisten hintereinander. Das nehme ich. Hier sind wahrscheinlich Nägel drin. Jo. Und was bist du? Ich kenne die Farbe gerade noch nicht. Au! Sind die auch neue? Oh, sind die Jäger alle neu umgezogen jetzt? Oder gibt es mittlerweile noch mehr Bases als vorher schon? Okay. Zwei blaue Kisten. Gewehrpatrone, super. Ach, blaue Kiste, wichtiger Teilkräuter. Komm. Eine Schrotpatrone wäre geil.
sind die anderen? Ich. Es sind, glaube ich, mindestens zwei sind umgezogen oder tatsächlich neu. Weiß nicht, ob das vom Update kam. Die Tür gehört von einem. Das ist gruselig, wenn die so nah sind. Bei den Tieren habe ich zumindest keine Angst, erschossen zu werden. Bei denen, das könnte echt ärgerlich werden. So? Ich werde gleich wieder ein bisschen Holz mitnehmen. Da oben der Lebensbaum sieht doch gut aus. Nehmen wir den. Und dann wird es auch schon dunkel, dann können wir nach Hause. Yippie! Also ein interessanter Ausflug auf jeden Fall, würde ich sagen. Oh nein! Wegen der Schrotflintmunition. Oh, Fett und Stoff. Oh, sehr schön. Darf ich jetzt an diesen Baum oder kommt der Bär auch noch? Da ist der Bär. Er geht weg. Sehr gut. Das ist so hier. Ah! Alles gut. Ich habe gerade kein aktives Interesse an dir. B, Wolf, Kiste. Oh. Zwei Wölfe. Ah. Noch mit Blaubeere, die nehme ich noch mit. Also Heidelbeere heißen sie, glaube ich, hier. Heidelbeeren, genau. Boah, ich muss kurz nach Hause. Ich habe gerade ein bisschen Angst um mein Leben. Es wird dunkel, wir sind blutverschmiert. Die Blutgeile hat ja trotzdem noch nicht aufgehört. Das ist eigentlich ja das größere Problem. Aber blutverschmiert, dann können wir was ändern auf jeden Fall. Da vorne ist Wasser. Oh Gott. Das ist... Aber genau das ist wieder das, was ich auch schon vor ein paar Folgen mal meinte. Dieses Feeling hier bei Subsistence ist einfach richtig gut. Ach, Hasi, lauf weg. Alles gut. Das ist eine Kiste. Farbe? Eine grüne, ne? Jo. Lebensmittel oder Verbände, so sehr geil, ne? Oh, Lebensmittel und Federn. Uhu. Bestes Wetter, um nach Hause zu kommen. Oh, es ist wirklich, man fühlt sich dann zu Hause nämlich gleich viel wohler. Oh, sehr schön. Das war mal wieder ein Profischuss. Okay. Das Wetter sagt mir doch recht eindeutig. Geh rein ins Warme. Hi, Hühnchen.
Oh, ab nach Hause? Achso, wir müssen auch nochmal, hatte ich jetzt auch noch einen Kommentar gehabt, bezüglich des Fahrzeugs, wie ich denn gedenke, mit dem Fahrzeug von der Insel runterzukommen. Tatsächlich hatte ich den Gedanken selber auch schon im Kopf, dass das vielleicht ein Problem sein wird. Aber ich habe noch keine Lösungen im Kopf. Grundsätzlich, optisch am geilsten wäre natürlich eine riesige Brücke. Ah, ich zeige euch das immer auf der Map. Aber nachdem ich das Kupfer mitgenommen habe, natürlich erst. Also ich werde vom Kupfer aus zeigen. Das wäre das, was ich optisch am geilsten finden würde. Natürlich seht ihr das hier mitten in der Nacht. Also im besten Fall schwarzer Bildschirm, ne? Darf ich hier rein? Hallo? Hallo? Danke. So. 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 Ja, komm. Map. Am coolsten wäre es, ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber eigentlich hier über die danke für den Blitz. Über diese lange Strecke geradeaus rüber. Das wäre das, was optisch, glaube ich, mit am schönsten wäre von zu Hause aus. Aber ich denke mal, ich werde einen kürzeren Weg wählen. Weil sonst sitzen wir ja in 2 Jahren noch dran. Weil man wird in Subsistence ja jetzt nicht unbedingt mit Ressourcen zugeschmissen. Oh, ab hier rein. Wow. Was für ein Sauwetter. So. Werde ich jetzt wohl einmal die Dinger füttern. 1, 2, 3, 4. Level 10er Huhn. Nee, du bist das Kaninchen. Nein. Hier geblieben. Du? Ach, das Huhn braucht noch einen Moment. Ist okay. Gott. Nicht, dass gleich noch Klopfer auf der Schlachtbank landet. Nein. Einfach nein. So, kommen wir wieder rein. Oh, das Hühnchen ist tot. Unerwartet. So. Gebranntes Fleisch, perfekt. Gut, wir machen uns nochmal ein paar genauere Gedanken dann beim nächsten Mal. Erstmal mache ich hier Feierabend und ziehe das Inventar ein bisschen aus, während es dunkel ist. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne Bewertung da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.